Was geht? Photoshop hat ein richtig geiles neues Feature bekommen und das möchte ich euch heute zeigen. Also bleibt dran. Wir kümmern uns nämlich um das neue Enhance bzw. Verbessern Tool, was echt krass ist. Also ich werde es euch gleich zeigen. Ich zeige es euch, wie man es benutzt und was ihr dafür machen müsst, um das zu benutzen. Und ja, dann zeige ich euch, wie ihr aus euren 12 Megapixel Bildern 48 Megapixel Bilder machen könnt, aus euren 24 Megapixel 96 Megapixel Bilder. Also ihr merkt schon, richtig krasse Zahlen. Und ja, lasst uns gleich reingehen. Aber bevor wir das machen, ich bin mir nicht sicher, ob mir das Setup hier so gut gefällt. Also dieses Helle wirkt irgendwie so wenig cinematisch. Und wir wollen ja diesen YouTuber Peter McKinnon Look unbedingt haben. Deswegen würde ich sagen, machen wir das Licht aus und schauen, wie das Ganze aussieht. Also dunkel ist ja auch ganz geil und ich glaube, ich finde es ein bisschen geiler. Oder? Ich weiß nicht. Wir probieren es doch mal aus. Oder doch wieder hell. Also hell ist auch nicht schlecht, aber wir machen es lieber wieder dunkel, oder? Ja. Ich höre euch. Wir machen es wieder dunkel. Irgendwas stimmt hier nicht. Hallo? So, das ist wieder gut. Dabei bleiben wir jetzt. Wir springen jetzt mal in Photoshop rein. Und ja, bevor das Ganze hier noch ausartet. Eine wichtige Sache, bevor ihr das benutzen wollt, müsst ihr euch Photoshop erstmal runterladen und natürlich auf die neueste Version von Photoshop updaten. Das ist ganz, ganz wichtig, damit ihr es überhaupt benutzen könnt. Nicht, dass ihr irgendwie da auf die Idee kommt, das Ganze nachzumachen und das nicht funktioniert. Deswegen ladet es euch runter, die neueste Version, und wir springen right into Photoshop. Let's go. Da sind wir. Also ich gucke jetzt nach da, aber ihr seht mich irgendwie im Bildschirm und keine Ahnung, riesen Wirrwarr, weil ich das zum ersten Mal mache. Aber wir springen jetzt in Photoshop rein, beziehungsweise wir sind schon in Photoshop. Und ich zeige euch jetzt, wie das Ganze geht. Ihr nehmt jetzt eine Datei eurer Wahl. Das einzige Ding ist, ich habe es mit JPEGs ausprobiert, hat damit nicht funktioniert. Kann sein, dass es bei mir ein Bedienerfehler ist. Ich habe es nicht zum Laufen gebracht. Deswegen, ihr braucht entweder eine RAW-Datei oder eine DNG-Datei. Und ihr zieht einfach die Datei, nehmt die und jawohl, wahrscheinlich so, nehmt die Datei und zieht die einfach in Photoshop rein. So, jetzt wird die in Photoshop in Camera Raw geöffnet. Das ist so das Bearbeitungsprogramm für Photoshop, in dem ihr ähnlich wie in Lightroom alles bearbeiten könnt. Und mit dem arbeiten wir auch. Denn hier in Camera Raw, seht ihr das Ganze, ich mache das Ganze mal groß hier für euch, könnt ihr nämlich, wenn ihr Rechtsklick und auf das Bild macht, ihr seht die kleine Vorschau hier, seht ihr hier schon, hier steht Verbessern. Wenn ihr es da nicht finden solltet, hier oben auf den drei Punkten, hier oben rechts, hier auf Verbessern das gleiche nochmal. Ihr klickt da drauf und ihr seht schon hier, ich wird hier eine kleine Vorschau erstellt. Ihr müsst auf jeden Fall hier den Super Auflösung-Button klicken. Genau, das wollen wir ja. Und dann steht dann hier die geschätzte Abschlusszeit oder wie lange das dauert zu bearbeiten. Ihr habt eine kleine Vorschau, wie auch immer. Ihr klickt auf Verbessern und das dauert jetzt ein paar Sekunden. Und dann seht ihr gleich hier unten rechts wird ein zweites Bild geöffnet, beziehungsweise die Kopie, die verbesserte Kopie. Und wir warten jetzt noch kurz, da ist es schon. Hier haben wir es. Ihr werdet erstmal keinen großen Unterschied sehen, außer dass hier natürlich nicht so sein soll, wie es ist, auf einen sich anpassen. So, hier seht ihr bei dem Bild hier unten die 24 Megapixel, 6000x4000, Sony A7 III. Und wenn ihr dann hier drauf klickt, seht ihr plötzlich 96 Megapixel und 12000x8000, also große Zahlen, richtig krass, 96 Megapixel, das ist echt eine Menge. Und ihr seht, es ging relativ schnell. Jetzt können wir hier mal vergleichen. Also wir haben hier das Bild und Fun Fact, ich nehme das hier schon zum zweiten Mal auf, weil ich eben vergessen habe, die Bildschirmaufnahme zu starten. Wir zoomen hier einfach mal rein auf den Bereich hier und ihr seht hier das Vorfahrtsschild, das ist ein bisschen verpixelt, es sind halt nur 24 Megapixel und hier oben das Dürrkopfwerk oder der Schriftzug, der ist auch recht verpixelt. Und wenn wir das Ganze jetzt vergleichen mit dem anderen Bild, so, wir zoomen hier ein bisschen raus, dann seht ihr, gleicher Ausschnitt und keine Pixel. Also echt krass, was AI oder Photoshop hier macht. Wir sehen hier die ganzen Konturen, wir haben hier schöne Details. Natürlich wirkt das ein bisschen überschärft, wenn man rauszoomt, aber ganz ehrlich,
für diese Zwecke, wenn ihr das drucken wollt oder so, oder ein Querformatbild ins Hochkant umformatieren möchtet und nicht genug Megapixel habt für den Druck zum Beispiel, dann ist das echt geil. Und ja, das kann man auf alle möglichen Fotos anwenden und viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Einfaches Tool kann man einfach anwenden und hat einen echten Mehrwert, wenn man es braucht. Man hat es halt. Also ich würde es halt zum Beispiel kaum benutzen. Ich wüsste nicht wofür. Meine Drucke reichen auch in 24 Megapixeln. Aber es ist natürlich schön, die Option einfach zu haben, mal was anderes zu haben oder mehr Auflösung zu haben. Vor allem, wenn man zum Beispiel eine Sony A7 S3 hat mit nur 12 Megapixeln, kann man halt schön die Bilder hochskalieren. Ja, das wäre es auch schon. Der einzige kleine Nachteil ist, dass die Ausgabedateien wesentlich größer sind, die DNG-Dateien. Das sehen wir hier. Da hat eine Datei dann plötzlich 310 MB anstatt 24. Das ist schon eine Menge. Das sollte man beachten. Deswegen ist das nichts, was man jetzt bei jedem Bild anwendet oder anwenden sollte vielleicht. Aber ja. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Tutorial gefallen. Es ist wirklich nicht schwierig, das Ganze anzuwenden und hat einen echten Mehrwert, wie ich finde, also was Photoshop da gemacht hat. Und es wird ja nur besser mit der Zeit. Das hier ist erst die erste Version und das Ganze soll auch noch zu Lightroom kommen. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich aber drauf, die Möglichkeit zu haben, meine Bilder hoch zu skalieren und für Drucke und andere Sachen zu verwenden. Also richtig, richtig cool, was Photoshop oder was Adobe da mal wieder gemacht hat. Und ja. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.